Name ist Isabel Eschruff und ich bin seit 2012 bis heute Obfrau des Vereins. Wir sind ein relativ kleiner Kulturverein. Wir können uns aussuchen, was wir machen. Wir sind flexibel, wir sind neugierig. Wir haben eben ein breites Spektrum von einheimischen Künstlern bis zu internationalen und sind eigentlich de facto niemand wirklich Rechenschaft schuldig, außer uns. Wir haben ungefähr in den 40 Jahren meines Wissens so an die 1000 Veranstaltungen gemacht. Und die sind ganz verschieden. Wir haben Ausflüge in die Klassik gemacht, wir haben Kabarett, wir haben Theater, Eigenproduktionen, Kleinkunst, Referenten, Multivisionsschulen, also eine ganz große und breite Palette. Wir haben das Glück, dass wir mehrere Veranstaltungsorte haben. Wir haben diesen wunderbaren schönen Sonnenbergsaal, schon seit fast 40 Jahren. Und hinzugekommen ist dann vor einiger Zeit der Seminarraum im Gemeindehaus, der ungefähr Platz für 100 Personen bietet. Und der ist recht heimlich und kuschelig mit einer kleinen Bühne. Und ab und zu gehen wir auch in unsere schöne Pfarrkirche. Ja, das sind unsere drei Hauptveranstaltungsorte. Ich bin der Martin Frohner. Ich bin 12 Jahre lang Obmann vom Kulturverein Kult Pur, nütze das gesehen. Wo man 1985 den Sonnenbergsaal eröffnet hat, hat damals der Fritz Klisch ein Kulturkonzept erstellt und aus dem ist nachher der Kulturverein Kulturkreis nütze das entstanden. Der Fritz Klisch hat ganz, ganz gute Netzwerke in die ganze Welt gehabt. Er war ein Weltenbummler gewesen und er hat Veranstaltungen auf Nützedas gebracht, die man nie gedacht hätte, dass die auf Nützedas kommen. Zum Beispiel Chris Barber Band, die sind ungefähr 10-12 Mal bei uns gewesen. Die Musik, das konnte man alles in dem Prozess nachverfolgen, das ging über Jahrzehnte hinweg. Also für mich persönlich ist eine Veranstaltung ein voller Erfolg, wenn ich es geführt, mein Herz quillt über. Das mag vielleicht kitschig klingen, aber es ist die Wahrheit. Dieses Gefühl muss stimmen, dass etwas rübergekommen ist zwischen dem Publikum und den Künstlern. Es muss irgendwas zurückbleiben, was dich auffühlt und triggert. Ich wünsche mir für die Zukunft vom Verein Kult Pur, dass wir junge Menschen begeistern können, dass sie eine neue Art von Kulturarbeit schaffen, frei, selbstbewusst und dass es auch die Möglichkeiten gibt, dass das finanzierbar ist. Ich habe mich drum für die Kulturarbeit bei Kult Pur begeistert, weil ich in jungen Jahren nicht die Möglichkeit gehabt habe, in die Welt rauszukommen und deshalb haben wir die Welt zu uns nach Nützedas geholt.